gespielt, im richtigen Moment noch. Nicht mehr so überzeugend wie zu Beginn dieser Begegnung. Das allerdings hervorragend gegen Spiel und gerade bei diesen beidhändigen Rückhänden sind natürlich die Schläge kaum zu erkennen. Aber die perfekte Antwort von Conchita vielleicht. Erik van Harpen, der wechselte ja zu Patty Schnieder, nachdem es zu viel Krach gab mit Chidi Fernandez, der Freundin von Conchita. Anschließend kamen Carlos Kiermaier und dann Joe Brandy, der Amerikaner, aber das klappte alles nicht so gut. Mal sehen, ob Opie jetzt mit ihr besser zurechtkommt. Zumindest bringt sie jetzt ihr Aufschlagspiel. Schön. Ein bisschen kurios die Bewegung. Ja. Conchita Martinez. Zwei sogar. Schön. Ja. Schön gespielt, außer Defensive heraus. Und da bringt sie Aufschlagspiel zu Null durch und dominiert jetzt die Gegnerin doch recht deutlich. 6:3 der erste Durchgang in einem relativ gemütlichen Tempo für Conchita Martinez. Da hat sie nicht allzu viel tun müssen. Das war der Runden zuvor, da hatte sie ja auch keine allzu großen Schwierigkeiten. Stadion, das wirklich so eine Aufnahme wert ist, eine tolle Kulisse.
zeigt sie sich nicht nur gut, da findet sie... Für den Satzausgleich zu sorgen, nicht nur wegen des Breaks Vorsprung, sondern auch wegen des Selbstvertrauens, was sie dadurch wieder gewinnen könnte. Ass Nummer 3. Exzellent pariert. Könnte in diesem Jahr durchaus noch einiges dazukommen nach ihren Leistungen, zum Beispiel hier bei den Australian Open. Jedes Mal, wenn Sandrine den Test nehmen zu wollen, die hat immerhin einen Satz gewonnen, aber dann nichts mehr zu bestellen gehabt mit 6-0, 6-1 in Satz 2 und Satz 3. Zuvor Leon Garcia, das ist auch nicht so schwierig. Und auch nicht Adriana Jassy oder Tamarine Tanasuka. Und so sehr die sich auch schon hervortun konnte bei diesem Turnier. Das war... Zweiter Ass von Sandrine Tes. Na bitte. Perfekt, der war nicht zu erkennen. Kunststück aller Anke Huber fertig, die ja gestern zweimal so einen Rückstand in Satz 2 und 3 gegen Amanda Kurzer noch aufholen konnte und schließlich tatsächlich gewann. Na bitte, kaum sage ich's, läuft's besser. Ja, aber was hilft's, wenn danach sofort wieder der Fehler kommt? Symptomatisch für das gesamte Match, immer wieder gab es sehr, sehr schöne Punkte von Sandrine Testu, aber danach gefolgt gleich wieder von einem vermeidbaren Fehler. Genau das gleiche. Ganz knapp im Aus, auch wenn sie es nicht glauben mag. Da gibt es ausgerechnet zum Schluss nochmal Diskussionen. Das finde ich schade. Das muss nicht sein. Ty Larkin.
bestätigt offensichtlich diese Entscheidung. Sandrine Testu sagt, das war nur ein Zuschauer, der da ausgeschrien hat. Es war nicht ein Linienrichter, aber Mrs. Larkin sagt, das ist nicht richtig. Das war trotz allem auch die Linienrichterin und sie hätte es selber auch so gesehen. So verstehe ich das im Moment, diese Diskussion. Oh, ist das bitter. Ausgerechnet beim Matchball. Und da ist das Match auch vorbei. Conchita tut das sicherlich auch leid, dass das jetzt mit so einem Missklang ausgehen muss, diese Begegnung. Hoffentlich war es nicht wirklich ein Zuschauer. Was soll's, allem zum Trotz war